Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen JJK Video. Wir gehen rein nach 3 Wochen Pause in den Shibuya Arc. Die erste Episode ist am Start und wir bekommen natürlich die nächsten 18 Wochen absolute Greatness, was Jujutsu Kaisen betrifft. Da habe ich sehr Bock drauf. Der Herbst wird geisteskrank. Ich hoffe, ihr habt da genauso Bock drauf. Dementsprechend gehen wir natürlich direkt rein ins Geschehen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den babamäßigen Jujutsu Kaisen Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu JJK verpassen wollt. Also schnell kann es losgehen mit der Episode. Wir gehen rein. Let's go. Erstmal das Opening. Finde ich sehr cool. Ich mag den Vibe. Das hat so eine ernste Tonlage. Das erste Opening von Season 2 war ja so ein bisschen blau gehalten und jetzt haben wir ein eher rötlicheres Opening. Das finde ich als Gegensatz auf jeden Fall cool. Passt ja auch zu den Fähigkeiten von Gojo. Der Song an sich kann ich verstehen, wenn man da auch erstmal wieder so ein bisschen Zeit für braucht, um sich drauf einzugewöhnen. Ist jetzt nicht so ein absoluter Banger, sag ich mal, wie man das vielleicht von einem Shibuya-Intro erwartet hätte. Aber ich sag ganz ehrlich, die Visuals holen alles raus. Die sind wirklich überclean. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass Shibuya Arc qualitativ nach hinten losgeht. Das sieht alles fabelhaft aus. Ich denke, wir werden eine gute Adaption bekommen. Wir haben ja auch vor ein paar Tagen einen Trailer bekommen. Da hat man ja auch schon ordentlichen Eindruck sehen können. Das wird babamäßig und wir gehen auf alles ein. Heute ist wirklich was los. Ohne Spaß. Ich war erstmal den halben Tag damit beschäftigt, die One Piece Live-Action-Serie zu schauen. Dazu kommt morgen dann dementsprechend meine Meinung zu. Wir machen dort weiter, wo wir nicht beim letzten Mal aufgehört haben bei JJK, sondern wo quasi die erste Season beendet wurde, nämlich mit der Nominierung sozusagen von einigen Charakteren zum nächsten Rang der Jujutsisten. Das bedeutet, der Gojo Flashback Arc, den wir in den ersten 5 Episoden begleitet haben und gesehen haben, knüpft hier nicht direkt an, aber ja, das ist zumindest das, was aktuell eben in der Gegenwart passiert und wir knüpfen dort an, wo die erste Staffel geendet ist. Yuji, Megumi, Nobara, Maki und Panda sind am Ende von Season 1 zu Rang 1 Jujutsisten nominiert worden und Todo sowie Mei Mei unterhalten sich darüber, sowohl am Ende von Season 1 als auch hier in der ersten Episode vom Shibuya Arc, wie die Zukunft wohl aussehen würde, wenn die Nominierten diesen Rang erreichen würden, weil die eben nur nominiert wurden von denen, aber diesen noch nicht erreicht haben. Sie sind jetzt also quasi auf einer Vorstufe, das nennt sich Prä-Rang 1 und sie werden einem anderen Jujutsisten auf Rang 1 zugeteilt, mit dem sie zusammen Missionen bewältigen können. Anhand dieser Ergebnisse soll also entschieden werden, ob sie den Rang 1 erhalten oder nicht und Todo und Mei Mei unterhalten sich so ein bisschen darüber und wir sehen ein Tischtennisspiel. Das ist ja sowas, was wir immer mal wieder in JJK sehen, dass sie sich um die Lore von dem Werk unterhalten, um das aktuelle Geschehen, aber gleichzeitig auch etwas anderes machen, wie wir das auch eben in der ersten Episode vom Gojo Flashback Arc gesehen haben, als Geto und Gojo Basketball am Zocken waren und sich gleichzeitig um die aktuelle Lage unterhalten haben. Und das gleiche sehen wir jetzt hier bei Mei Mei und Todo ebenso. Todo kann also weiterhin mit Yuji zusammen auf noch schwierigere Missionen gehen, allerdings macht Mei Mei ihm etwas einen Strich durch die Rechnung, denn derjenige, der den Anwärter begleitet, kann nicht gleichzeitig auch die Empfehlung für diesen abgeben, was Todo dann wieder ein bisschen traurig zurücklässt und Mei Mei schlägt ihn beim Tischtennis. Diese Folge ist etwas zweigeteilt, weil sie zum einen ein Chapter adaptiert, was wesentlich früher stattfindet, nämlich sogar vor dem Gojo Flashback Arc, aber als allererste JJK Episode jetzt vor einigen Wochen, wo die Season gestartet ist, hätte man das nicht so gut auf die Beine stellen können. Ich finde das vom zeitlichen Rahmen her, vom zeitlichen Aspekt her gut auf die Beine gestellt, das jetzt eben herbeizuführen. In diese aktuelle Kulisse passt es auch viel besser, weil es, wie gesagt, alles in der Gegenwart spielt. In Tokio nimmt Ishiji Megumi mit nach Hause, während Yuji ins Kino geht. Hierzu sehen wir Additional Content im Anime mit so ein paar Filmtrailern, so kleine Extras, aber nicht wirklich weiter von Relevanz. Und Nobara geht in die Stadt zum Shoppen. In der Stadt trifft Nobara dann auf ein Mädchen namens Ozawa. Diese ist nicht wirklich relevant, aber sie
ist ein bisschen Plot-Device, um zu zeigen, was für ein Goat Yuji am Ende des Tages ist. Osawa war nämlich eine Klassenkameradin von Yuji, damals noch etwas schwerer gebaut und meint, dass sie in Yuji verliebt ist. Nobara ruft Megumi dann an und holt ihn zu sich, um seine Meinung hören zu wollen und räumt dabei gleichzeitig die Frage aus dem Weg, ob sie denn selbst auf Yuji stehen würde. Wir erkennen aber so ein bisschen durch das Herzschlagen, das sie in dieser Episode hat, dass sie auch wahrscheinlich auf Yuji steht, aber das selber nicht so richtig weiß. Und da bleibt sich Jujutsu Kaisen sehr treu mit seiner Comedy, mit diesem locker, flockigen, chilligen Vibe einfach. Das mag ich sehr, die Comedy funktioniert auf einem guten Niveau. Megumi kommt hinzu und meint, dass er nicht davon ausgeht, dass Yuji eine Freundin hat, da er Poster von Frauen in seinem Zimmer hat und sich nicht so verhalten würde, als wäre er vergeben. Auf die Frage, welche Mädchen Yuji toll findet, meint Megumi, dass er mal erwähnt hat, dass er große Frauen mag. Das eben als Anlehnung daran, wie er in Season 1 meinte, dass er auf Frauen wie Jennifer Lawrence stehen würde. Weil Osawa auf diese Beschreibung passt, denken sie, dass das matchen würde und sie holen Yuji dazu. Yuji kommt dann hinzu und erkennt Osawa sofort, was sehr überraschend ist, weil man das eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nicht direkt auf den ersten Blick erkennen könnte, weil die zwei Designs schon unterschiedlich aussehen auf jeden Fall. Aber man möchte natürlich in dieser Szene darstellen und dann mit dem dazugeschriebenen Flashback von Osawa, dass Yuji jemand ist, der auf die inneren Werte zählt, beziehungsweise jemanden auch für andere Werte wertschätzen kann einfach und eben nicht auf das Äußerliche reduziert, was sie selber sogar getan hat, weil sie nur an ihrem Äußeren gearbeitet hat über die Zeit hin, um Yuji am Ende zu gefallen. Yuji meinte damals nämlich immer, dass er sie von den Mädchen am meisten mochte, ihre damalige Statur war ihm egal, er respektierte sie dennoch, Yuji fand ihre Art nämlich sehr elegant. Osawa hält sich wie gesagt zurück und offenbart Yuji ihre Gefühle nicht, da sie ja erkannt hat, dass sie selbst oberflächlich handelte, um schlussendlich nur äußerlich jemandem gefallen zu wollen. Und das findet sie nicht cool, das erkennt sie und dementsprechend, ja, hält sie sich zurück. Das Treffen endet dann, Nobara ist neidisch und will zuerst einen Freund haben, bevor Yuji eine Freundin findet. Wie gesagt, insgeheim scheint sie aber auf Yuji zu reagieren, zumindest wenn es um so ein Thema geht. Von daher mal sehen, ob sich vielleicht in Zukunft irgendetwas in dieser Richtung ereignen wird. Ich möchte ja nicht spoilern. JJK hat bisher nicht so wirklich Fokus auf Romantik gelegt. Ich denke, das könnte ja vielleicht auch passieren, oder? Das also als lockere, coole Comedy-Einlage für den Einstieg, sag ich mal. Wie gesagt, das ist auch nicht etwas, was jetzt krass relevant war oder sowas. Kann man vielleicht als netten Filler sehen, sozusagen, was einfach nur nochmal unterstreicht, wie gutherzig ein Yuji ist und ich mag sowas auch wesentlich mehr als einen schwanzdenkenden Denji, sag ich ganz ehrlich. Diese Folge hat bestenfalls bewiesen, wer von beiden hier der Goat ist und da lasse ich mir auch definitiv nicht was anderes erzählen. Zurück zum eigentlichen Thema treffen sich Yuji, Megumi und Nobara dann mit Utahime und untersuchen den Fall über den Jujutsu-Verräter, denn es wurde darüber aufgeklärt oder darüber informiert, dass sich ein Verräter in der Jujutsu-Akademie befinden würde. Utahime erzählt ihnen, dass es zwei Maulwürfe geben würde, von denen einer jemand der Jujutsu-Higher-Ups ist, also Vorgesetzten. Da sie derzeit nichts dagegen tun können, ist ihr Hauptziel derjenige, der Informationen an die Vorgesetzten weiterleitet. Inzwischen trifft sich Miwa mit Mekamaru, der sie aber vertrösten muss und keine Zeit für sie hat, da er schlafen muss. Gleichzeitig sehen wir weiterhin die Szene mit Utahime und den drei anderen, dass Mekamaru bzw. sein richtiger Name Kokichimuta, der Maulwurf unter ihnen eben ist. Sie sind auf ihn schlussendlich gekommen, da sie alle anderen ausschließen konnten. Durch Mekamarus Puppenmanipulation wäre es nämlich ein leichtes Spiel gewesen, an Informationen zu kommen und von daher schließen sie schlussendlich auf ihn. Team Yuji betritt allerdings ein falsches Versteck von Mekamaru. In seinem eigentlichen Versteck trifft Mekamaru auf Geto und Mahito und es wird so ein bisschen enthüllt, was die am Laufen haben. Es wird also gezeigt, dass Mekamaru einen Pakt mit den beiden einging. Er würde sie mit Informationen versorgen,
sorgen. Dafür würde Mahitos Seelenmanipulation seinen Körper heilen und verbessern, weil er ja an diese Gegebenheiten gebunden ist und sich nicht wirklich richtig körperlich bewegen kann. Mekamaru ist allerdings sauer, da Menschen aus Kyoto verletzt wurden und das nicht so ablief, wie die das besprochen haben. Aber Mahito meint, dass das Hanami war und er nicht den beiden die Schuld dafür geben sollte. Jedoch meint Geto, sie sollten den Schwur nicht brechen, das wäre viel zu riskant. Von daher heilt Mahito dann auf Getos Befehl Mekamaru und Mekamaru hat das erste Mal einen richtigen Körper. Auf die Frage, wieso er sich nicht etwas mehr freuen würde, meint Kokichi, also der richtige Name von Mekamaru, dass er das erst machen würde, sobald er die Geschäfte mit ihnen erledigt hat und sobald er hier rausgekommen ist. Und dann beginnt der Baba-Fight zwischen Mahito und Mekamaru. Mekamarus Stimme, by the way, ist die gleiche von Kirito und von Inosuke. Ich denke, das hört man gut raus. Ich fand das auf jeden Fall wieder sehr nice anzuhören. Ich mag die Stimme einfach, eine der besten, die es so gibt. Und wenn ich Mahito sehe, dann könnte ich dem einfach nur in die Fresse boxen. Ohne Spaß, ich hasse den Bastard. Kokichi nutzt eine Gruppe an weiteren Mekamarus, um gegen Mahito zu kämpfen. Geto soll sich nicht einmischen, da Mahito mit seinem Spielzeug spielen will. Mahito zerschlägt die Mekamarus, doch Kokichi ist verschwunden. Mahito denkt, er sei abgehauen wie ein Feigling, allerdings stürzt das Versteck schließlich ein und der Kampf wird nach draußen verlagert. Kokichi geht in seinen Ultimate Mekamaru Mode über, also er steuert und startet im wahrsten Sinne des Wortes einen Mecha. Mahito erkennt, dass er extra so vorgeht, damit Kokichi nicht erneut von ihm berührt werden wird. Wir haben ja gesehen, was mit Junpei passiert ist in Season 1 dementsprechend. Kokichi bemerkt auch, dass Geto einen Vorhang aufgezogen hat, wodurch Mekamaru nun die Hände gebunden sind, da er auf Gojo gesetzt hatte, um ihm seine Informationen schließlich berichten zu können, was Getos Gruppe in Shibuya vorhabe. Um dem Vorhang zu entkommen und schließlich Gojo zu erreichen und ihn zu informieren, muss sich Kokichi aber erst um Mahito kümmern. Er geht davon aus, dass er hier nicht lebend rauskommen wird, doch er versucht es trotzdem. Kokichi hat in seinem Ultra-Mekamaru die gesammelte Fluchenergie aller 17 Jahre und ein paar Monate und Tage und so weiter, die er anstaute und er startet mit dem Schuss mit der Kraft eines ganzen Jahres angesammelter Fluchenergie durch seine Ultra-Kennen. Und mit diesem Angriff endet diese Episode und ich würde sagen, das war ein absoluter Banger für die erste Folge vom Shibuya Arc. Ich sag's wie es ist, Hammerfolge, Hammer-Einstieg, Yuji, Props gehen raus für seinen Ultra-Riss, nicht mehr normal und mir hat das sehr gut gefallen. Opening ist Baba, Ending ist okay, aber werde ich wahrscheinlich skippen und das ist es zur ersten Episode von Shibuya. Ich habe sehr Bock auf die weiteren Folgen, das wird ordentlich zur Sache gehen. Lasst euch nicht zu sehr vom Opening spoilern, sage ich nur an der Stelle und wir sehen uns ab jetzt wieder jeden Donnerstag mit den JJK-Episoden. Das wird grandios werden. Also, damit wäre ich durch für heute. Hab sehr Bock auf die weiteren Folgen, auf die weiteren Wochen von JJK. Vergesst nicht, morgen kommt mein Video zu One Piece, zur Live-Action-Serie von Netflix. Die habe ich heute auch schon total durchgeballert und da gibt es morgen meinen Talk zu. Ich denke, der wird auch ein bisschen länger gehen. Wird auf jeden Fall Baba-mäßig. Also, wir sehen uns die Tage. Ich wünsche euch jetzt noch einen Baba-mäßigen Abend. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für den Support und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!